Ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Orgelrätselreise durch das Dekanat Biedenkopf Gladenbach. Bevor ich Ihnen dieses alte Instrument vorstelle, kommt die Auflösung von dem letzten Mal. Wir waren in der evangelischen Kirche Dodenau. Dieses Instrument stammt von Orgelbauer Gustav Rassmann. Sie wurde 1892 erbaut. Hat ein Manual, ein Pedal und 7 Register. Das Frequenzspektrum der Orgel reicht vom tiefsten Laut, der das menschliche Ohr wahrnehmen kann, bis in die höchsten Höhe. Der tiefste Ton der Tastatur bzw. des Pedals, das tiefe C, hat eine Frequenz von ca. 64 Hertz, das heißt 64 Schwingungen pro Sekunde. Zum Vergleich, der Kammerton A hat 440 Schwingungen pro Sekunde. Ein Einfußregister erzeugt auf der höchsten Taste, 4 gestrichenes C, etwa 16.000 Hertz, also die höchste hörbare Frequenz. Dabei kann die Orgel sowohl sehr leise als auch sehr laut klingen. Steht, schreiben Sie uns auf die bekannte E-Mail-Adresse. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie ein kleines Geschenk. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und musikalisch.